Forschung. Ja, mach halt. Wieder 6000 pro Runde. Ja. Macht der jetzt nicht viel. Die dürften dann nächste Runde ab nach Amerika schiffen. Ja. Schupp, weg sind sie. Ach ja. Jetzt mal wieder Schlag auf Schlag. Wir sind schon 1700 Mann 50. Das. Langsam müssen wir uns mal ranhalten. So, und ihr fahrt jetzt erstmal dorthin, wo es am lustigsten ist. Piraten. Das hier gehört nämlich alles Frankreich. Ach, das hier gehört auch den Piraten. Interessant. Weil wenn die Piraten erstmal weg sind, dann ist vieles einfacher. Erstmal hier hinfahren. Das dauert 1, 2, 3 Runden. Also ich denke mal, die Flotte dürfte gegen Piraten schon eine Chance haben. Gibt es ein Problem mit der Zufriedenheit? Nein, also bauen wir hier noch nicht aus. Hier will ich jetzt noch nicht direkt mein ganzes Geld ausgeben. So, ich sorge ich lieber für einen besseren Fischerhafen. Das sagt nämlich für mehr Bevölkerung. Wow. Eine Bevölkerung von 1,9 Millionen. Wow. Okay. United Provinces in Spain. Das kann mir egal sein. Ist mir egal. Savoy. Bin ich halt von Sachsen umgeben. Die kann ich mal wieder zurückholen. Klassische Universität. Ja, mal bauen. Hafen ausbauen. Keine Ahnung, ob es das bringt. Increases Trade Values. Export Capabilities. Wäre es da nicht sinnvoll, hier hinten einen von denen auszubauen? Bauen wir den mal aus. Dann kann man hier mehr exportieren. Ja, Protestantismus geht nach oben. Die Leute sind zufrieden. Sehr gut. Was, die Region ist immer noch ohne Steuern. Ja, ist krass. 11 vorhergesagt. Wow. Na, die haben halt immer noch ihre Universität hier. Okay, so dringend brauche ich das Geld jetzt noch nicht, muss ich sagen. Ja, gut. Polen, Litauen. Ja. Sachsen und Savoy, weiß ich jetzt nicht genau, was das war. Aber sieht gut aus. Sieht gut aus. Nein! Oh, da blüht ja alles draußen. Das ist schön. Ah, Frühling.
Ein Gentleman in Ostpreußen. Hier haben wir keine Universität mehr. Deswegen, unser Gentleman geht jetzt mal darüber. Der eine Eigenschaft erlangen. Quebec. Oh, 5400. Krass. Das kann ich mir noch nicht leisten. Was bietet es dann? Koloniale Linieninfanterie, aber mit Erfahrung. Und Grenadiere und leichte Dragoner. Ja, dann muss ich da noch warten, wie es aussieht. Irgendwas, was wichtig wäre, hier auszubauen. Hat es hier was zu exportieren? Ja, Silber. Ach ne, hier kann man ein bisschen Geld ausgeben. Freuen werden die sich zwar dann nicht gerade darüber. Genau, nächste Runde kümmern wir uns dann um die Piraten. Bin ich mal gespannt, wie stark die sind. Und ob wir da einfach so landen können. Hier fertig gebaut. So, jetzt würde mich interessieren. Genau. Handel. Wie groß ist Maharatenreich? Sehr groß. Frankreich hat hier viel. Spanien. Mit denen kann man hoffentlich gut handeln. Sehr gut. Ist zwar alles wieder. Jetzt kann ich zwar nicht mehr mit irgendjemand handeln, aber. Also müsste unser Handel mit Spanien. Okay, 1000 pro Runde. Aber es bringt etwas. Es bringt etwas. Professor Friedberg. General. Yep. Yep. Und ich bin auch noch so nett und kümmere mich um die Piraten. Pfad blockiert. Aber ich kann doch sagen. Ah, sehr gut. Gehört es noch zu den Piraten? Ja. Das hier gehört dann schon wieder den Franzosen. Und das hier gehört wieder den Piraten. Dann brauche ich nur noch das einnehmen, brauche ich das einnehmen und dann hat sich das. Das steht hier. Nichts, wofür man Angst haben müsste. No resistance of foreign occupation. Ja, ja, ja. Aber die haben Zucker. Und ich will Zucker. Infrastruktur. Mal gucken, ob ich noch irgendein Land habe, das nicht voll ausgebaut ist. Habe ich. Okay, da habe ich ja angefangen. Und jetzt leiste ich mir auch das da. Damit ich einen Ort habe, wo ich hier in Amerika große Mengen Menschen produzieren kann. Also Kämpfer. Ja, momentan kommt's gut hin. Kommt zwar wieder eine Zeit, wo man wieder mehr machen kann, aber 7000 pro Runde, dafür, dass wir so viele. 44 kann gar nichts, kann gar nichts, kann gut wie gar nichts. Agrar. Management minus Treasure.
Keiner von denen ist irgendwie besser als die da, also warum rausschmeißen? Tuariferi. Jo, dann ist nächste Runde das dran, dann kann der auch dann gleich weiterforschen auf diesem Gebiet. Hier unten geht es dann gegen die Piraten. In Europa stimmt alles. Soweit zumindest. Ja. Es wäre sehr dumm, wenn sich die Piraten... Nein, sorry, aber nope. Was? GIF. Demand. Die würden mir Neu-Mexiko geben. Für eine Technologie. Ich würde mal fast sagen, ja. Sieht's da aus? Ach, das muss erst noch gebaut werden, ne? Ups. Hab ich nicht hier unten? Ja, dann bauen wir gleich mal in der Hauptstadt eins. Okay, ja, da kann ich noch nicht weiterbauen. Das ist fertig. Okay, Kavallerie bin ich jetzt eh nicht so der... Derjenige, der jetzt so richtig krass auf Kavallerie ist, Artillerie. Mein Gott. Bin total durcheinander. Soll ich hier einen Handelshafen bauen? Das wird euch auf jeden Fall pro Runde ordentlich was bringen. Und es bringt keine negativen Seiteneffekte. Ja. Genau, dann kann da nicht weiter geforscht werden. Die forschen hier, die tun, was sie können. Dann kann ich aber nächste Runde, glaube ich, sogar einen neuen kommerziellen Hafen bauen. Das wird interessant, dann kann ich mir noch einen Handelspartner suchen. Genau, und jetzt müsste ich auch eine neue... Wo ist denn hier Neu-Mexiko? Jetzt haben sie mir tatsächlich das gegeben. Die Leute sind noch nicht mal unbedingt schlecht drauf. Religious Unrest, ja. Was steht hier? Catholic, abreißen. Aber hier unten kann ich dann nächste Runde... Kotten abbauen oder Tabak, je nachdem wie der Marktpreis ist momentan. Das können wir ja mal schnell hingucken. Kotten. Sir, Tea, Fur, Ivy, Sugar, Tobacco. Okay, Tabak wäre momentan das Mittel der Wahl. Da geben die mir einfach mal ein Land dafür. Dafür, dass sie dann eh irgendwann das Zeitliche segnen müssen. Tja. Genau, nun zu den Piraten. Surrender refused. Machen wir ein Battle Save. Wir triumphieren. Wir haben ein paar Leute verloren, aber kabumm. Eine Region mehr.
Sie ist wahrscheinlich natürlich... Na, sind noch nicht mal pissed. Oh, ich habe nicht genug Geld, das zu reparieren. Shit. Dann gebe ich das Geld, das ich habe, lieber dafür aus, um die hier zu reparieren. Was ist hier drin? Prick. Die sollen da nicht raus können. Nicht lebendig. Okay, glücklich sind sie jetzt da drüben nicht. Wahrscheinlich wegen dem Religious Unrest. Aber das finde ich jetzt relativ egal erstmal. Geld habe ich eh keins mehr, also nächste Runde. Jungs gewinnen mit jeder Schlacht, gewinnen sie Erfahrung und werden besser, besser und besser. Machtenreich. New France. Ein Gentleman. Unverzüglich. Aha, ein Ort des Lernens und der Kultur. Ja, die kümmern sich um Birth of Nations. Währenddessen kann der sich um... Recruiting Naval Units enables Rifle Cannons Enhanced National Prestige. Was sagt das hier? Minus Upkeep Costs. Top Speed Ships Battle. Auf jeden Fall. Die können sich um das hier kümmern. Hier drüben kann man ja noch nichts machen und das hier kann man noch warten lassen. Naja, erstmal gucken. Navy College. Stimmt. Wichtig. Haben wir uns auch schon drum gekümmert. Oh, jetzt lässt sich natürlich wieder sehr viel ausbauen. Ich will nicht, dass bei mir Technologien gestohlen werden. Eine Leibwache oder so. Einfach gleich mal dreimal versucht zu töten. Dreimal hat es nicht funktioniert. Mwop. Okay, aber als allererstes hier hinten. Hallo, ich möchte hier hinten hin, damit wir rüber zum Protestantismus kommen und diese religiöse Unruhe nicht sich weiter verbreitet. Also Tabak war so viel was mehr wert. 20, 19, machen wir mal Tabak. Das ist sicher auch nicht schlecht. Okay, und ein Weg wäre auch nicht schlecht. 10.000 pro Runde. Bringt das hier viel? Nö, es bringt null. Da können wir es auch von den Steuern befreien. Nein. Ich brauche keine Militärallianz. Ich brauche Handel, ich brauche guten Handel. Ich brauche Geld. Weil jetzt wird's teuer. Und mindestens eine von denen sollte ich dann doch rekrutiert haben.
Rakete, dazu braucht es die Dampfmaschine. Genau, hier unten war ich auch noch am Werke. Die sind wieder voll ausgebildet, das heißt, ich steht noch nicht. Ja. Sorgen wir dafür, dass die nicht unzufrieden sind, kann ich... Ach, schön. Zerstören. Die Herren der Meere. Offizier an Deck. Befehle. Holt auf, Jungs, holt auf. Müssen alle ein bisschen repariert werden? Ja. Kostet jetzt zwar was, aber... Puh. Ja. Stimmt so. Okay, die 3400 hätte ich jetzt investieren können in noch ein paar Webmühlen. Welche? Nope, sorry. Eine neue Straße werde ich mir dann doch schon noch leisten können. Dann ist das das. Tabakplantage. Hier noch irgendwas. Weiß ich jetzt nicht. Was? Das ist Englisch oder wie? Okay. Hier oben irgendwas bauen. Den Hafen hier brauche ich, glaube ich, nicht wirklich. Eure Lordschaft, Euer Majestät. Wie kann ich euch dienen? Mhm. Boah, so viel auszubauen. Okay, dann kümmere ich mich erstmal um die Webmühle hier. Das hier machen wir zu einem anständigen Hafen. Hier auch noch eine Webmühle und dann ist das Geld auch schon wieder weg. Millionen. Nicht schlecht. Spectacular. Jo. Handel bringt doch ordentlich was. Dann wieder gucken, wie läuft es hier unten. Das steht... Ich denke mal, wenn ich die Steuern reduziere und die zwei dann da stehen habe, dann dürfte ich auch wieder auslaufen können. Und hier im Hafen zu stehen ist ungünstig, weil ich dann angegriffen werden kann. Besser gesagt, dann kann ich belagert werden, aber ich komme irgendwie nicht mehr raus meistens. Oder habe ich dann einen Vorteil, habe ich einen Nachteil? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich kann immer noch mal gucken, ob ich hier oben nicht noch Geld rausholen könnte. Sieht es hier oben aus? Okay. Geht noch, geht noch. Jetzt habe ich echt gar kein Geld mehr. Ach nein. Power strong, wealth rich, ich terrifying und spectacular. Da kommt keiner ran. Ein Hoch auf den einfachen Schwierigkeitsgrad. Was brauchen Polen und Litauen jetzt so lange zu berechnen? Jetzt bitte nicht totrechnen. Gut.
constructed. Ja. Dann, ja, das brauchen wir nicht. Das steht unter Bau. Glücklich sind sie nicht, aber ich kann die Steuern ja einfach erlassen. Dann erledigt sich das. Landen. Hä? Ach, das gehört Spanien. Sind das Piraten? Okay. Was haben die an Schiffen? Galeone. Black Moon. Ja, ich denke, dagegen sollte ich ankommen können. Was die an Armee haben hier. Melee-Infanterie. Kann man absolut vergessen. Gehört so gut wie mir. Ah, United Provinces. Interessant. Das gehört jetzt in Spanien. Boah. Momentan bin ich gut dabei. 12.000 pro Runde, auch nicht schlecht. Kann ich das hier irgendjemand was Gutes tun? Ah ja. Jetzt kommen die Pelze. Und die sind teuer. Bringen aber dann ordentlich was. Und nächste Runde. Wenn eben kein Geld mehr da ist. Ach ja. Bitte nicht wieder so viel rechnen. Die Uhr bewegt sich ganz normal. Was? GIF Nordwest-Territorium. Im Leben nicht. Es gibt grundsätzlich keine Territorien von mir. Ah, jetzt wollen sie meine Handelsroute da irgendwie sabotieren. Das brauche ich hier einfach nicht. So wird es einfach kaputt. Hier brauche ich mich dann darum nicht mehr zu kümmern. Ja. Ja. Bessere Straßen. So. Und Zucker gibt's auch. Das ist eine nette Überraschung. Dann sorgen wir hier mal für gute Laune. 13 wird schlagartig weniger. Hier oben, wie läuft's da? Wird weniger. Wie läuft's da hinten? Okay, noch 3 Runden. Ah, sehr gut. Kann sich der erste mal. Die hier können sich hier ran machen. Punchcard Loom. Also Lochkarten. Webstuhl heißt es, soviel ich weiß. Sehr gute Erfindung.